Der Winterpalast in St. Petersburg. Hauptresidenz der Romanows, der russischen Zarendynastie. Hier regierten die mächtigsten Männer der Welt. Und ihre Frauen. Seit Katharina der Großen waren fast alle Zarinnen deutscher Herkunft. So wie die junge preußische Prinzessin Charlotte. Charlotte von Preußen war die Tochter der legendären preußischen Königin Luise. Aufgewachsen im Schloss Charlottenburg in Berlin, verlobt sie sich als 17-Jährige mit dem russischen Großfürsten Nikolaus. Zwei Jahre später bricht sie, 1817, auf nach St. Petersburg. Die Hochzeit steht an. Hundert Jahre nach Charlotte macht sich erneut eine preußische Prinzessin auf den Weg nach St. Petersburg. Maria Luise von Preußen. Ur-Ur-Urenkelin von Kaiser Wilhelm II. Und eine direkte Nachfahrin von Prinzessin Charlotte. Sie will herausfinden, wie es ihrer Vorfahren ergangen ist, welche Schicksale sich am russischen Zarenhof abgespielt haben und was es bedeutet, als junge Frau in ein fernes und fremdes Reich verheiratet zu werden. Und warum mussten es vor allem deutsche Prinzessinnen sein? Mit im Gepäck hat Maria von Preußen die Aufzeichnungen ihrer Ahnen Charlotte. Auszüge aus ihren Briefen und Tagebüchern. Ich gestehe, dass alles so neu für mich war und dass ich mich selbst so neu an diesen neuen Orten fand. Meine Seele war viel mehr beschäftigt als meine Augen. Alles war ein bisschen verwirrend für mich. Von Berlin nach St. Petersburg sind es 1500 Kilometer. Mit der Pferdekutsche dauert die Reise für Prinzessin Charlotte 17 beschwerliche Tage. Die deutschen Prinzessinnen kamen in ein Land voller Widersprüche. Einerseits lebte der Adel in St. Petersburg in sagenhaftem Reichtum. Riesige Paläste mit tausenden Bediensteten und hunderttausenden von Leibeigenen, die auf den Ländereien schufteten. Die Männer hatten diamantene Knöpfe auf ihrer Kleidung. Das gab es nirgendwo sonst in Europa. Aber jenseits dieser glamourösen Welt war das Land völlig heruntergekommen. 80% der Menschen waren Leibeigene und lebten unter jämmerlichen Bedingungen. Die deutschen Prinzessinnen trafen auf eine vergoldete Fassade, hinter der wachsender Unmut und schlimmste Armut zum Vorschein kamen. Hauptstadt Russlands ist zu dieser Zeit St. Petersburg. Von Peter dem Großen im Jahre 1703 in einem Gewaltakt aus dem sumpfigen Boden gestampft, um Russland nach Westen zu öffnen und militärisch Zugang zur Ostsee zu bekommen. Als die preußische Prinzessin Charlotte im Sommer 1817 hierher kommt, befindet sich die Stadt in ihrer Blütezeit. Ballettschule, Theater oder Ingenieurschulen sind auf europäischem Topniveau. Schriftsteller und Komponisten aus ganz Europa sind Gäste der Stadt und hunderte Paläste, einer prachtvoller als der andere, beeindrucken die Ankömmlinge. Es kamen viele Ausländer, italienische, viele Deutsche kamen. Ja. Es wurden deutsche Viertel gegründet. So, eigentlich die Europäer haben Petersburg gebaut. Und wenn du an die deutschen jungen Frauen denkst, die an den Hof nach St. Petersburg gekommen sind, welches Image hatten die deutschen Prinzessinnen damals?
damals, die deutschen Prinzessinnen hatten ein sehr gutes Image, dass sie eine sehr gute Frau sein können, dass sie sehr gute Mütter sein können und dass sie gut ausgebildet sind und sehr gut für die Frauen von russischen Kaisern passen. Was waren die schwierigsten Momente in Ihrem Leben? Der schwierigste Moment wahrscheinlich war dieser Umtaufen in die neue, in die orthodoxe Kirche und als sie den neuen Namen bekamen, russischen Namen und diesen Fjodorovna, das ist nicht mehr Charlotte, sondern Alexandra. Ja. Meiner Meinung nach, das war der schwierigste Moment, dieser Wechsel von im Namen und im Herzen auch später. Und vielleicht noch, also wenn genau das Moment, wenn sie ihren neuen Mann kennenlernen beim Treffen, genau wenn sie ankommen. Ja, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig der schönste. Ja, ja, ja. Maria von Preußen auf dem Weg zum Winterpalast. Anderthalb Jahrhunderte die Zarenresidenz der Romanows. Wenn die deutschen Prinzessinnen an den Zarenhof kamen, hatten sie die schlimmsten Befürchtungen. Es war ein Kulturschock, die heimeligen deutschen Städte zu verlassen und in das riesige, brutale russische Reich zu reisen. Sie wussten ja sehr wohl, dass Zaren oft genug ermordet wurden und Politik am Hofe eine oft tödliche Angelegenheit war. Insofern verließen sie ihre Familien mit einem unguten Gefühl und brachen auf in ein Land mit einer fremden Religion, einer fremden Sprache und ziemlich brutalen Sitten. So wird der Zarenpalast zum Schicksalsort der jungen deutschen Prinzessinnen aus den Fürstentümern Hessen, Württemberg, Baden oder dem Königreich Preußen. Hier bekommen sie eine erste Ahnung von der Machtfülle und dem Reichtum der Romanow-Dynastie. Für Charlotte von Preußen wird es nur 4 Tage nach ihrer Ankunft in St. Petersburg ernst. Sie muss zum russisch-orthodoxen Glauben übertreten. Der Priester Musowski, der mir die Dogmen der griechischen Kirche beibrachte und der mich auf die erste Kommunion vorbereiten sollte, war ein braver Mann, konnte aber nur schlecht Deutsch sprechen. Er war nicht der Mann, den ich gebraucht hätte, um mir Seelenfrieden zu geben, um in einem solchen Augenblick mein Herz zu beruhigen. Aber ich fand im Gebet, was nur der Frieden geben kann. Ich las gute, fromme Schriften, ich dachte nicht mehr an irdische Dinge. Und nur von dem beglückenden Gedanken erfüllt, zum ersten Mal in meinem Leben die heilige Kommunion zu empfangen, begab ich mich am 24. Juni, geführt vom Kaiser, in die Kirche. Für Charlotte wird die stundenlange Zeremonie in der weihrauchgeschwängerten Palastkirche noch zusätzlich erschwert. Das zeremonielle Kleid erdrückt sie förmlich. Und die Hitze in der überfüllten Kirche ist schier unerträglich. Aber dann ist es vollbracht. Aus der protestantischen Prinzessin Charlotte wird die orthodoxe Großfürstin Alexandra Fjodorowna. Nun endlich kann im Sommer 1817 die Hochzeit erfolgen. Man setzte die Krone auf mein Haupt und legte mir eine unzählige Menge von Kronjuwelen an, unter deren Last ich glaubte, sterben zu müssen. Ich fühlte mich sehr glücklich, als unsere Hände sich vereinten. Ich legte mein Leben mit so viel Vertrauen in die Hände meines Nikolaus und er hat dieses Vertrauen nie enttäuscht. Die Geschichte von Nikolaus und Charlotte, später Alexandra, war eine echte Liebesgeschichte. Es war wahrscheinlich die erfolgreichste Heirat in der ganzen Geschichte der Romanow-Dynastie.
Sie passten perfekt zusammen. Sie beteten sich an. Sie hatten den gleichen kulturellen Hintergrund. Sie verstand Nikolaus mit seiner Obsession für alles Militärische, Marschmusik, Paraden, Uniformen. Er sah sich in erster Linie als Soldat. Und ihre Familie in Preußen war genauso. Es war perfekt. Charlotte, nun Alexandra, ist jetzt Großfürstin. Verheiratet mit Nikolaus, dem Bruder des amtierenden Zaren Alexander I. Auch Alexander I. ist mit einer Deutschen verheiratet. Seine Frau, Zarin Elisabeth Alexejewna, ist gebürtige Prinzessin Luise Marie Auguste von Baden. Sie wird als 13-Jährige an den Hof von St. Petersburg gebracht und ein Jahr später verheiratet. Ihre beiden Töchter sterben noch im Kindesalter. Die Mutter von Nikolaus und Alexander, Maria Fjodorowna, ist eine geborene Prinzessin von Württemberg. Sie geht aufgrund ihres sozialen und karitativen Engagements in die Geschichte ein. Die mächtigste Deutsche auf dem Zarenthron ist Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Besser bekannt als Katharina die Große. Sie ist die Einzige, die nach dem Tod ihres Mannes selbst regiert. Und sie ist diejenige, die durch ihre Heiratspolitik dafür gesorgt hat, dass deutsche Ehefrauen für die zukünftigen Thronfolger ausgewählt werden. Neben der guten Erziehung, dem meist tadellosen Stammbaum und dem protestantischen Glauben ist es auch die politische Bedeutungslosigkeit der deutschen Fürstentümer, die die deutschen Prinzessinnen zu begehrten Heiratskandidatinnen macht. Eine Heirat mit einer hessischen, badischen oder auch preußischen Prinzessin ist keine Gefahr für das ausbalancierte Machtgefüge der europäischen Großmächte. Die Zeit nach der Hochzeit wird Alexandra später als die unbeschwerteste in ihrem Leben in Erinnerung behalten. Ihr Mann Nikolaus, der sich vor allem für alles Militärische und Technische interessiert, wird von seinem Bruder, Zar Alexander I., mit dem familienfreundlichen Posten eines Generalinspektors des Ingenieurkorps versorgt. Während das jungvermählte Paar sein Eheglück genießt, baut sich jedoch eine politische Entwicklung zusammen, die ihr Leben entscheidend beeinflussen wird. Nikolaus' Bruder, Zar Alexander I., beschließt überraschend, nach zehrenden Jahren an der Macht abzudanken und sich aus der Politik zurückzuziehen. Er bestimmt Nikolaus zu seinem Nachfolger. Als er uns den Tränen nahe sah, versuchte er, uns zu trösten, indem er sagte, dass das alles nicht unverzüglich geschehen würde, dass noch Jahre vergehen würden, bevor er sein Vorhaben umsetzen würde. Und er ließ uns allein. Man kann sich vorstellen, in welcher Verfassung. Niemals war uns eine solche Idee eingefallen, selbst im Traum nicht. Wir fühlten uns wie vom Blitz getroffen. Es war ein denkwürdiger Augenblick in unserem Leben. Nikolaus trifft diese Entscheidung völlig unvorbereitet, da eigentlich sein älterer Bruder Konstantin auf den Thron nachrücken sollte. Doch Konstantin hat sich schon seit langem dagegen entschieden. Außer einigen wenigen Eingeweihten weiß niemand im riesigen Russischen Reich, dass Nikolaus der auserwählte Thronfolger ist. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich später zeigen wird. Doch noch sitzt Nikolaus nicht auf dem Zarenthron. Und noch ist Alexandra Großfürstin und keine Zarin. Sie lebt sich langsam, aber sicher in die neue Umgebung ein und wird mit ihrer offenen, unbekümmerten Art zum Liebling der St. Petersburger Gesellschaft. Jetzt wird Maria von Preußen selbst eine Ahnung davon bekommen, wie es sich auf einem Ball der Zaren anfühlt. Nika Demtschenko, Mitarbeiterin der Eremitage, hat sie auf einen historischen Salonabend eingeladen.
der natürlich nach einem standesgemäßen Auftritt verlangt. Hundert Jahre, nachdem die russischen Revolutionäre dem Adel die Macht entrissen haben, werden in St. Petersburg heute wieder feierliche Bälle veranstaltet. Sie sind Ausdruck einer Spurensuche der Nachkommen aus russischen Adelsfamilien. Durch Revolution und Sowjetherrschaft wurden fast alle Verbindungen zur eigenen Geschichte gekappt. Der Besuch einer echten preußischen Prinzessin ist natürlich das Highlight der Saison. Noch dazu, da sie unverheiratet ist. Marias Vorfahren Alexandra ist eine begeisterte Tänzerin. Ihre Schönheit wird allseits gerühmt und nicht selten feiert die Gesellschaft bis in den frühen Morgen. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes eröffnet sie im Oktober 1818 zum ersten Mal als Gastgeberin die Ballsaison. Das war ein Ereignis für unser Palais, denn es war das erste Mal, dass wir die feine Gesellschaft von Petersburg empfangen sollten. Man lobte unseren Ball sehr, unser Mahl, unsere Höflichkeit, und es war sehr ermutigend, um wieder Lust zu bekommen, die Gesellschaft bei uns zu empfangen und zu unterhalten. Wenn man jung und hübsch ist und selbst gerne tanzt, stellt man leicht, ohne viel Aufwand, zufrieden. Alexandras Leben ist der Hof und die Familie. Alles andere interessiert sie nur wenig. Sie war sehr oberflächlich, gedankenlos. Sie lebte in ihrer eigenen kleinen, vergoldeten Welt, wie so ein kleiner, hübscher, aber nervöser Vogel. Sie hat sich keinerlei Gedanken über Politik gemacht. Sie sah ihre Rolle darin, ihrem Mann Nikolaus zu dienen. Das fiel ihr leicht, denn Nikolaus war so etwas wie Jupiter auf der Erde. Er war über 1,90 Meter groß und galt als der bestaussehendste Mann Europas mit einer majestätischen Haltung und Ausstrahlung. Und natürlich mit der dazugehörenden erotischen Anziehungskraft. Und sie war seine liebende, dienende Ehefrau. 8 Jahre nach ihrer Hochzeit überstürzen sich die Ereignisse. Noch bevor Zar Alexander sein Vorhaben umsetzen kann, freiwillig abzudanken und seinem Bruder Nikolaus die Zarenkrone zu übergeben, stirbt er. Nun rächt es sich, dass kaum jemand über die geänderte Thronfolge Bescheid weiß. Vor allem der Adel und die hohen Offiziere schwören unverzüglich ihren Eid auf Konstantin, der jedoch weniger denn je gewillt ist, die Zarenkrone zu übernehmen. Revolutionäre Kräfte im Militär versuchen, das Machtvakuum für einen Umsturz zu nutzen. Im Dezember 1825 kommt es in St. Petersburg zum Showdown, zum sogenannten Dekabristenaufstand auf dem Senatsplatz. Für Nikolaus, den neuen Zaren, geht es um alles oder nichts. Dort ist eine kaiserliche Residenz. Ja. Und dann plötzlich passiert ein Aufstand mitten in der Stadt. Und insgesamt, da waren 3000 Soldaten gegen Kaiser. Die wollten einen Moment benutzen, bevor Neueid geschworen wird, dort im Senat. Und wie ist es überhaupt zu diesem Aufstand gekommen? Was waren die Ursachen davon? Die Ursache war eigentlich so Aufklärung, ich würde sagen, und französische Revolution. Alle diese adlige Leute, alle diese Offiziere, die waren sehr gut erzogen im Geiste von Aufklärung. Und dann noch dazu, stellen Sie sich vor, die waren alle dort im Krieg mit Frankreich. Die haben gesehen, ganz anderes Leben. Und das war eigentlich ein Schock für alle, für Soldaten, für Offiziere und für höchste Adel. Die haben ein ganz anderes Leben gesehen und gedacht, warum lebt man dort anders? Viel besser als wir hier. Und die haben Grund gesucht und Gründe dafür. Mhm. Und dann klar war für alle, das Grund ist Autokratie und Leibeigenschaft in Russland. Und das, man muss wirklich vorstellen, das war nicht irgendwelche proletarische Revolution, aber das war eine rein adelige Revolution. Von ihren Gemächern im nahen Winterpalast aus verfolgt Alexandra die Ereignisse. Ständig halten Bodensee auf dem Laufenden. Sie weiß, was im Laufe der französischen Revolution mit der Herrscherfamilie geschah.
Nikolaus lässt schwere Geschütze auf den Platz bringen, hofft aber nach wie vor auf eine friedliche Lösung. Doch am Abend eskaliert die Situation, als die Aufständischen seinen Unterhändler, einen Kriegshelden aus den napoleonischen Kriegen, erschießen. Nikolaus gibt den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Insgesamt ungefähr 1700 Leute wurden hier erschossen. Und dann haben die geflüchtet in diese Richtung, auf der Neva. Und Neva ist mit Blut gedeckt. Der Aufstand endet noch in der gleichen Nacht. Nikolaus I. ist und bleibt Zar von Russland. Doch zu was für einem Preis? Ach, russisches Blut wurde doch von Russen vergossen. Der Herrscher scheint sich dem Palast zu nähern. Wir sahen aus dem Fenster Menschen, unter denen er sich wahrscheinlich zu Pferde befindet. Bald ritt er in den Palasthof und kam die kleine Treppe herauf. Wir warfen uns ihm entgegen. Oh Gott, als ich hörte, wie er unten Befehle erteilte, beim Ton seiner Stimme fing mein Herz an zu klopfen. Ich hatte einen völlig verwandelten Menschen vor mir. Nicholas had already been an ultra conservative. Nikolaus war schon immer ein erzkonservativer Alleinherrscher. Aber nach dem Aufstand wurde das noch extremer. Und er sah sich als Bewahrer eines von Gott gegebenen heiligen Herrschaftsanspruchs in Russland, der die Größe des Landes sicherstellen würde. Die Dekabristen haben also genau das Gegenteil ihrer Ziele erreicht. Sie haben die Autokratie in Russland gestärkt. Und Nikolaus war ein erfolgreicher Staatsmann. Er war beim Volk beliebt, im Prinzip wie Putin. Nikolaus I. und Putin haben ja auch fast die gleichen Ideale. Alleinherrschaft und konservatives Denken als Herzstück ihrer Politik. Um den höfischen Intrigen und Machtkämpfen zu entgehen, ziehen sich Nikolaus und Alexandra besonders im Sommer immer öfter zurück nach Schloss Peterhof, der kaiserlichen Sommerresidenz 30 Kilometer außerhalb der Stadt. Peter der Große ließ die Anlage kurz nach der Gründung seiner neuen Hauptstadt errichten. Kurz zuvor hatte er die Schweden militärisch niedergerungen und damit endlich den Zugang zur Ostsee gesichert. Demonstrativ setzt er nun sein Prunkschloss direkt an den finnischen Meerbusen. Als Wahrzeichen eines neuen, modernen und mächtigen Russlands. Für Alexandra ist Schloss Peterhof viel zu gewaltig. Der ihnen vom Zaren zugewiesene Trakt zu groß und unpersönlich. Sie wünscht sich für sich und ihre Familie einen Rückzugsort, jenseits all ihrer repräsentativen Pflichten als Zarin und Landesmutter. Sie stößt dabei auf großes Verständnis ihres Mannes, der sie von Herzen liebt. Und dem es sein Leben lang eine Freude ist, seine Frau zu überraschen. Wir brachen also nach Peterhof auf. Nikolaus ließ mich den unteren Weg von Strelna hernehmen. Ich hörte nicht auf, kleine Freudenschreie auszustoßen, als ich das Meer, die alten Bäume so nah am Ufer und die Springbrunnen im Garten entdeckte. Mit einem Wort, ich war entzückt. Am Rande der weitläufigen Parkanlagen lässt Nikolaus das Cottage errichten. Sein eigentümlicher Stil entspricht dem Zeitgeist, besonders dem der Deutschen. Seine neugotischen Formen sind Ausdruck einer romantischen Seele, die sich in die ritterlichen Welten des Mittelalters zurücksehnt. Eine Zeit, in der die Welt für die Herrschenden noch in Ordnung schien und keine Revolutionen den Herrschaftsanspruch der europäischen Autokraten störten. Das Cottage wird zum Lieblingsort der Zarenfamilie. Weit entfernt vom steifen Hofzeremoniell und den Ränkespielen der Paläste genießt sie hier in den Sommermonaten tatsächlich so etwas wie ein normales Familienleben. Was waren die glücklichsten Momente, die Alexandra Fjodorowna hier verbracht hat? Alexandra Fjodorowna hat hier die glücklichsten Jahre ihres Lebens verbracht, mit ihrem Ehemann
und ihren geliebten Kindern. Es waren 7, 4 Söhne und 3 Töchter. Ja, es waren die glücklichsten Jahre ihres Lebens, die sie hier im Cottage mit ihrer Familie verbracht hat. Und was waren die traurigsten Momente hier in diesem Cottage? Als Alexandra das erste Mal nach Russland kam, war natürlich alles neu für sie. Die ganze Umgebung, die Menschen, die Sprache. Sie hatte Sehnsucht nach ihrer Heimat, nach ihrem Preußen. An ihre Verwandte und Angehörige hat sie Briefe geschrieben, ständig. Vor allem an ihren Bruder Wilhelm. Und das hat natürlich das Alleinsein ein bisschen leichter gemacht. Die Romanows, eine der mächtigsten und reichsten Familien der Welt, leben hier ihr privates Familienidyll. Nikolaus, der aus alter militärischer Tradition am liebsten auf seiner Feldpritsche nächtigt, kümmert sich tatsächlich rührend um seine Kinder. Alexandra kann sich von ihren zahlreichen Schwangerschaften erholen, die sie viel Kraft kosten. Nur einmal im Jahr wird ihre Ruhe gestört, wenn Adlige und Volk zu einem großen Fest geladen werden. Der Höhepunkt: die Herrscherfamilie gibt sich volksnah. Man darf aus gebührendem Abstand zusehen, wie sie den Nachmittagstee einnimmt. Mit dem Auto geht es für Maria zurück nach St. Petersburg. Sobald man die städtischen Zentren Russlands verlässt, bekommt man eine Ahnung, was für ein Reich es hier zu beherrschen gilt. Denn das Land ist riesig. Im 19. Jahrhundert regieren die russischen Zaren über ein Sechstel der Erde. Und das meiste davon ist endloses Land, das mitsamt seinen Bauern dem Adel gehört. Die Leibeigenen garantieren durch ihre Arbeitskraft das luxuriöse Leben der herrschenden Klasse und werden von ihren Besitzern sehr unterschiedlich behandelt. Die Zarenfamilie hat als Grundbesitzer einen guten Ruf, sodass es für die meisten Dörfer und ihre Bewohner von Vorteil ist, wenn sie in das Eigentum der Romanows übergehen, die auch die größten Grundbesitzer des Reiches sind. Im Prinzip führen die Romanows ihr Reich wie ein Privatunternehmen, in dem Deutsche von Anfang an wichtige Schlüsselrollen übernehmen. Zurück in St. Petersburg spürt Maria von Preußen dem Geist der Stadt nach. Sie ist heute längst wieder ein internationales Zentrum, dessen enge kulturelle Verbindung zu Europa überall spürbar ist. Nicht zuletzt dank der mehreren tausend Studenten aus dem Ausland, die hier leben und studieren. Auch im 19. Jahrhundert ist St. Petersburg polyglott. Unter anderem mit 50.000 Deutschen und einer großen evangelischen Gemeinde rund um die St. Petrikirche. Und die Deutschen waren überall, so am Hof. Das waren so deutsche Adel, die gedient hat, im Militär, in Finanz, in Wirtschaft. Und alle sind eigentlich teilweise, das ist alles geblieben, wie so wie Legenden. Und warum kamen die alle nach Russland, um ihr hier Glück zu suchen? Eigentlich, das war ganz einfach, um Geld zu verdienen und Karriere zu machen. Die kamen alle aus kleinen deutschen Städten und das war die Möglichkeit, was zu erreichen. Das war fast das Gleiche wie für deutsche Prinzessinnen. Und für Russland, das war ein enormer Vorteil. Weil die brachten nach Russland einen solchen Sinn der Sache, dass man kann dienen. Und das Beste machen aus dem. Deswegen in ganzer russischen Literatur, ich weiß nicht, bei Leskow oder bei Gogol, da gibt es immer einen Deutschen, der so tüchtig arbeitet, und ständig arbeitet und so sparsam ist und was verdient und aufbaut. Weil das ist total ein Gegenteil von russischer Mentalität. Russen können nichts aufbauen und deswegen so, die warten immer auf Glück. Ja, Glück warten sie. Glück ist zum Beispiel Öl und Gas. Aber deutsche Idee, und das war ganz besonders wichtig für Petersburg. Aufbauen. Dann ist Charlotte ja eigentlich auf ein ganz deutsches Umfeld gestoßen. Sie war gar nicht so sehr allein in der Fremde. Keine Sorgen, sie war nicht alleine. Erstens ihre Schwiegermutter. Ja. Mutter von Nikolaus I. Sie war deutsch, sie war württembergische Prinzessin. Und sie hat sich irre gefreut, eine anständige deutsche Prinzessin hier zu sehen. Oder zum Beispiel Hofdamen.
würde sagen, ich weiß nicht die Statistik, aber man kann grob sagen, die Hälfte waren deutsch. Alexandra pflegt die typisch deutschen Bräuche, wie das Aufstellen des Weihnachtsbaums. Die Familie wird zunehmend zum Mittelpunkt ihres Lebens. Insgesamt bringt sie 7 Kinder zur Welt. Er leidet aber auch Fehlgeburten. Die Ärzte empfehlen dringend Enthaltsamkeit. Keine Option für einen Zaren. Am Ende muss Alexandra das Schicksal vieler Zarinnen teilen, die mehr oder weniger tatenlos die Mätressen ihrer Männer akzeptieren müssen. Alexandra, die früher die Bälle im Winterpalast so geliebt hat, muss nun hoheitliche Haltung bewahren, während sich ihr Mann Nikolaus ungeniert mit jungen Adligen und sogar Hofdamen vergnügt. Und das vor aller Augen. In fact, from the very beginning, Nicholas was highly sexed. Nikolaus war von Anfang an sexuell höchst aktiv. Er hatte reihenweise Geliebte am Hof, aber er war sehr diskret. Es waren Charlottes Hofdamen, Frauen von hohen Würdenträgern, aber niemals öffentlich. Sie musste das akzeptieren. Das war das Wesen der Romanow-Zaren, eigentlich das Wesen aller Adligen des 19. Jahrhunderts. Ehebruch und Verrat ziehen sich durch die ganze 300-jährige Regentschaft der Romanows. Alexandras Schwiegertochter, Prinzessin Marie von Hessen, trifft es besonders. Zeitlebens muss sie sich gegen den Vorwurf wehren, selbst ein uneheliches Kind zu sein. Aufgrund dieser Gerüchte versucht Alexandra zunächst sogar die Hochzeit zu verhindern. Doch ihr Sohn Alexander setzt sich gegen den Willen seiner Mutter durch und nimmt die junge Hessenprinzessin zur Frau. Das so hart erkämpfte Eheglück hält nur kurz. Der erstgeborene Sohn stirbt und Alexander entwickelt sich zu einem notorischen Ehebrecher. Marie, jetzt Zarin Maria Alexandrowna, wahrt jahrelang den Schein einer heilen Familie, während ihr Mann, Alexander II., sie fortwährend betrügt und dabei zahlreiche uneheliche Kinder zeugt. Als Marie an Tuberkulose erkrankt und ein jahrelanges Siechtum beginnt, muss sie sogar dulden, dass die Mätresse ihres Mannes im Palast eigene Räume bezieht. All das hat eine Zarin hinzunehmen. So bleibt neben der Wohltätigkeit vor allem die Förderung der Künste. Auch für Alexandra. Für den Bau der Isaak-Kathedrale holt Nikolaus I. eine von ihm in Rom gegründete Mosaikschule zurück nach St. Petersburg. Regelmäßig ist das Zarenpaar dort zu Gast. Heute sind es vor allem Restaurierungsarbeiten und die Gestaltung der U-Bahnhöfe, die die einst kaiserliche Mosaikwerkstatt aus der Kunstakademie mit Aufträgen versorgen und das antike Handwerk am Leben erhalten. Möchten Sie das auch mal probieren? Das ist der Hammer und so wird es zerschlagen in ganz kleine Teile. Funktioniert schon ganz gut, aber immer auf die Finger aufpassen. Da muss man lange üben. Auch in der Kunst wollen sich die russischen Zaren mit den Besten Europas messen. So steht die Kunstakademie unter direkter Obhut der Zarenfamilie. Alexandra Fjodorowna hat auch Porträts bestellt. Für sich selbst, für die Mitglieder der eigenen Familie, für die nächsten Verwandten. Damals gab es ja noch keine Fotos, man musste Modell sitzen. Weil Alexandra Sehnsucht nach der Heimat hatte, nach Preußen, hat sie versucht, durch diese Porträts, die sie ihnen schicken ließ, die Verbindung zur Heimat herzustellen. Zu Vater, Mutter und den übrigen Verwandten. Die Familie ist und bleibt die große Stütze für fast alle Zarinnen. Politisch hat sich außer Katharina der Großen, der einzigen regierenden Zarin, keine der deutschen Prinzessinnen hervorgetan.
Auf die unglückliche Maria Alexandrowna folgt die deutschstämmige Prinzessin Dagmar von Dänemark. Sie ist schon mit dem russischen Thronfolger Nikolaus verlobt, als dieser plötzlich verstirbt. Ein Jahr später heiratet sie nach kurzer Trauer seinen jüngeren Bruder Alexander. Als dessen Vater durch ein Bombenattentat ums Leben kommt, besteigt sie als Maria Fjodorowna mit ihrem Mann Alexander III. Den Thron. Die letzte Deutsche auf dem Zarenthron ist Alex von Hessen-Darmstadt. Sie nimmt ebenfalls den Namen Alexandra Fjodorowna an, als sie Nikolaus II. Heiratet, den Enkel ihrer Namensvetterin, der Preußin Charlotte. Bereits ihr Thronantritt steht unter einem schlechten Stern. Bei der Krönungszeremonie kommt es zu einer Massenpanik, bei der über 1000 Menschen totgetrampelt werden. Ihr Sohn leidet an der Bluterkrankheit, sie zieht sich immer mehr zurück und vertraut am Ende nur noch dem zwielichtigen Wanderprediger Rasputin. Als Deutsche wird sie mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunehmend angefeindet und die russische Revolution besiegelt das Ende der Romanows. In Jekaterinburg wird sie mitsamt ihrem Mann und allen Kindern von Revolutionären erschossen. Ein entsetzlicher Preis für ihre Weigerung, sich dem gesellschaftlichen Wandel in Europa zu stellen. Heute wird das Zarentum in Russland vor allem mit seiner glorreichen Vergangenheit und mit einer Sehnsucht nach alter Macht und Größe in Verbindung gebracht. Auch in dieser Schule, die Maria von Preußen im Herzen St. Petersburgs besucht. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Die damalige Mädchenschule wird kurz vor dem Ersten Weltkrieg von Alexandra Fjodorowna, der glücklosen letzten Zarin, gegründet und ist eines der wenigen verbliebenen Zeugnisse der deutschen Prinzessinnen in Russland. Die Schule steht heute sinnbildlich für eine neue Wahrnehmung der Zarenzeit in Russland. Nicht nur die Politik lässt in ihren Inszenierungen Glanz und Macht von Zarentum und Kirche wieder auferstehen. Auch große Teile der Bevölkerung sehen in der Rückbesinnung auf traditionelle Werte eine Chance für die Zukunft. Heute werden in dieser Schule 110 Jungen und Mädchen unterrichtet. Der Schulabschluss entspricht dem Abitur. Und auf dem Lehrplan stehen neben den klassischen Fächern auch Messdienst und Glockenspiel. Warum wurden Schulen wie diese gegründet? Es war die erste und einzige Schule, die von Alexandra Fjodorowna gegründet wurde. Sie hat immer den einfachen Leuten geholfen. Und sie hat gesagt, wir müssen dem Volk das zurückgeben, was wir in die Museen verbannt haben. Das müssen wir dem Volk wieder beibringen. Darin besteht das Fundament jeder Nation. Deswegen kamen die Mädchen aus ganz Russland hierher, um die alten Traditionen zu erlernen. Das Weben, Sticken oder Klöppeln, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Später, nach ihrer eigenen Ausbildung, wurden sie selbst als Lehrerinnen in russische Dörfer geschickt. Was ist das Ziel dieser Schule? Welche Rolle spielt sie in der heutigen Zeit? Die Entwicklung eines Traditionsbewusstseins bei unseren Kindern, das steht immer im Vordergrund. Ohne das würde Russland nicht existieren. Das ist das Ziel der Schule. Der russische Nationalcharakter wird hier eindeutig definiert. Mit den Sitten und Gebräuchen aus der Zarenzeit. Gottesfürchtig und traditionsbewusst. Werte, die auch die Gründerin der Schule, die letzte Deutsche auf dem Zarenthron, hochgehalten hat. Bis sie
mitsamt ihrer Familie von der Revolution hinweggefegt wurde. Sechs der letzten 12 russischen Herrscher sterben durch Morde und Attentate. Ein Schicksal, das dem Ehemann der früheren Preußenprinzessin Charlotte, Nikolaus I., erspart bleibt. Er wird Opfer einer Grippeepidemie, die 1855 St. Petersburg heimsucht und stirbt innerhalb weniger Tage. Für seine Frau ist der Tod ihres Geliebten Nix die Tragödie ihres Lebens. Denn er war der Hauptgedanke meines Herzens seit 38 Jahren. Und 38 Jahre war ich die glücklichste der Frauen. Nun umso mehr trostlos, denn ich fühle mich unnütz auf Erden und möchte so gern sterben. Nun steht sie alleine da. Die Zarin eines ihr auch nach 40 Jahren eher fremden Landes. Sie hält sich vermehrt in Berlin auf, unternimmt ausgedehnte Erholungsreisen an die Côte d'Azur und stirbt schließlich 5 Jahre nach ihrem Ehemann. Niki, Niki, je viens. Niki, Niki, ich komme zu dir, sind ihre letzten Worte. So unterschiedlich das Leben der deutschen Prinzessinnen auf dem Zarenthron war, hier kommen all ihre Lebenswege zusammen. In der Peter- und Paul-Kathedrale sind sie mitsamt ihren Familien bestattet. Wollen wir ein bisschen näher zu Alexandra gehen? Hier im nördlichen Teil der Kathedrale wurde Nikolaus I. bestattet. Und seine Ehefrau Alexandra Fedorowna hat ihren Mann um 5 Jahre überlebt. 1860 ist sie gestorben. Der Platz neben ihm wurde nach seinem Tod für sie reserviert. Und was für eine Frau liegt hier begraben? War sie eine unglückliche oder eine glückliche Frau? Ja, sie hatte ein glückliches Leben. Das war keine Scheinehe, das war eine Liebesheirat. Ihr Ehemann hat sie sein Vögelchen genannt. Und alle haben sie ihren leichten und luftigen Gang bewundert. Und wenn man sich die Porträts anschaut, sehen sie ihren Vorfahren ganz schön ähnlich. Was bleibt von Alexandra? Sie ist vor allen Dingen ein Kind ihrer Zeit, der Romantik. Im Privaten einfühlsam, liebevoll, den Künsten zugewandt. Politisch völlig unbedarft und ohne jegliches Gespür für die gesellschaftlichen Veränderungen und Abgründe im 19. Jahrhundert. Ihr Mann, ein absolutistischer Herrscher, der die historische Chance zur Veränderung verstreichen lässt. Doch auch wenn Alexandra und ihr Mann für Historiker wahrscheinlich kein ruhmreiches Paar sind. Sie und die anderen russisch-deutschen Zarenpaare begründen bis heute das besondere Verhältnis der beiden Länder.